So, Leute, ihr habt's mitbekommen. Der Cayenne ist gegangen, das Taxi ist gegangen. Und in diesem Zuge folgt natürlich ein neues Kfz. Und das holen wir heute ab. Es ist schwer am Regnen hier in Hamburg. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und ein kostenloses Kanalabonnement, wenn ihr dem Projekt folgen wollt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir fahren jetzt los. Ich bin ein bisschen nervös. Ich habe den Wagen gekauft und das im Dunkeln. Man kennt's. Warum regnet's, wenn man ein 525 PS starkes Fahrzeug abholt? Nein! Sieht man mich hier? Bin ich drauf? Wir sind da bei meinem Händler des Vertrauens. Ihr könnt es im Hintergrund schon sehen. V8 Biturbo, ne? Steht da an der Seite. W212 E63, quasi ein Zwitter-Modell mit dem neuen Motor, schon 525 PS und auch ein paar NMMs. Kann ich euch gerade nicht sagen, wie viele, aber bestimmt ein paar. Schwarz von außen, schwarz von innen. Gibt ein paar lustige Stories zu dem Auto, das schnacke ich dann alles, glaube ich, mit Eiko nochmal durch. Er hat da bestimmt wieder Bock auf ein schönes Vorstellungsvideo. Ich versuche, das Auto jetzt erstmal sicher nach Hause zu bringen. Ich hoffe, dass da jetzt keine Probleme auf dem Rückweg kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Auto jetzt zweimal gesehen und das zweimal im Dunkeln. Heute ist es das dritte Mal, jetzt sehe ich es das erste Mal im Hellen. Ihr kennt den Bobbleback ja, ne? Das schlägt da einfach mal zu im Dunkeln wieder. Nur Motor angemacht, hat sich gut angehört. Ich zeige den Leuten das Auto nochmal ganz schnell im Schnellverlauf. Schwarz von außen, schwarz von innen, sehr klassisch gehalten das Ganze. Fette AMG-Front. Aus erster Hand das Auto. Das ist auch selten. Ich muss ehrlich sagen, ist nicht mein Lieblingsmodell von Mercedes. Ich mag die Scheinwerfer vorne nicht so gerne. Aber noch schlimmer finde ich sie hinten. Die sehen halt mega altbacken aus, obwohl das Auto von 2012 ist. Ich baue gleich mal die Kennzeichen dran. Das ist quasi hier unsere Heckpartie. Ich weiß nicht, warum hier jetzt schon so Feuchtigkeit sich drinnen sammelt. Vielleicht ist das die Scheibe nicht richtig zu oder... Ach so, vielleicht... Oh, frag einfach nicht. Keine Ahnung. Ich denke mal, wir gucken uns das Auto nochmal ganz in Ruhe mit Eiko an. Ich versuche den Wagen jetzt erstmal zu überführen. Es gibt auf jeden Fall eine sehr interessante Rechnung aus dem letzten halben Jahr und die würde ich gerne mit Eiko mal einmal durchgehen, weil ich glaube, der weiß da mehr als ich und ich versuche jetzt erstmal die Kennzeichen dran zu machen und dann das Auto zu überführen. Baby, nach gerade mal 10 Kilometern. Das war so klar, irgendwas muss immer mit diesen Autos sein. Eben hat er schon angezeigt, Motorhaube geöffnet und jetzt geht's los, 1 Liter Motoröl nachfüllen. Scheiß auf der. Das zeigt er jetzt an bei Tankstopp 1 Liter Motoröl nachfüllen. Ist natürlich nicht optimal für die erste Fahrt, muss man so sagen. Hinten qualmt er ein bisschen. Könnt gerne mal in die Kommis schreiben, was ihr sagt, ob das so normal ist oder nicht. Ich finde dafür, dass der Wagen jetzt erst warm. Ich gehe ihm gerade mal an Sögen. Es riecht, naja, Abgasen, ne? Diese Abgase eben riechen. Ich finde jetzt nicht besonders auffällig. Guck mal hier wieder. Wieder so qualmt. Ist das schon zu viel für ein warmes Auto? Es ist jetzt nicht übertrieben kalt, ne? Wir haben jetzt Plusgrade. Ich finde, es ist schon auffällig, ne? Das ist auf jeden Fall auffällig. Hier, guck mal aus dem Rechten, das ist zu doll. Da stimmt irgendwas nicht. Das war so logisch, ey. Ich habe da wieder zu sehr auf die Fakten und Zahlen vertraut. Das heißt, erste Amtshandlung jetzt erstmal zur Autosiastik. Und jetzt nicht geballert oder so, ne? Echt ganz ruhig gefahren. Es riecht auffällig nach verbrannten Öl. Aber wir können gleich nochmal nachfragen. Vielleicht hat ein Profi bei Autosiastik nochmal ein bisschen mehr Ahnung. So, herzlich willkommen hier. Autosiastik, Heiligenhallen. Zutritt nur für Mitarbeiter. Ja, gut. Ich bin ja fast einer. So, die Leute sind ja sicherlich hier gerade in der Mache. Bei Autosiastik wird ja immer gearbeitet, immer geschraubt, immer was getan. Ja, alles klar. Jedes YouTube-Video von so gesuchtet. Aha. Da seid ihr ja. Ich habe hier so ein E63, ne? Gerade gekauft. Gestern angemeldet, ne? Gestern angemeldet, richtig. Irgendwie zeigt er mir gerade, ein Liter Öl soll ich nachfüllen auf einmal. Und der qualmt hinten so komisch raus. Kennt ihr sowas? Habt ihr schon mal was gehört? Ja, ein, zweimal. Dann mach mal an, Timo. Mal gucken, ob der noch qualmt. Sieht jetzt normal aus. Fängt er schon an zu qualmen, wenn er nur im Stand läuft? Also eben im Stand hat er gequalmt. Also als davon. Du einmal hochgefahren bist, hat es auch gequalmt. Und wie riecht das so, Madis? Leicht süßlich, aber nur... Riecht eher nach Kühlwasser als nach Öl. Gut, anspringen tut er auf jeden Fall. Aber laufen tut er ja normal, ne? Ja. Hier auf jeden Fall noch. Aber hier ist ein bisschen wenig drin, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Ah, okay, ja, ich sehe es. Hier passiert was. Blau ist das Wasser auch noch, das ist auch schön. Wir haben das jetzt gerade mal aufgemacht, deswegen ist das hier rübergelaufen. Nicht, dass ihr denkt, das läuft da rüber. Nee.
Dank guter Zusammenarbeit mit Timo geht's jetzt ganz schnell und wir sind schon in der Halle drin. Mathis ist schon dabei. Ich höre ihn jetzt kurz über ein Bar, habe ich ihn jetzt gepumpt. Jetzt muss er gleich mal gucken, weil jetzt dehnen sich die Schläuche und sowas alles aus. Mhm. Dass wir eventuell gleich nochmal ein bisschen was nachdrücken. Dann lassen wir ihn so 5 bis 10 Minuten ungefähr stehen und gucken, ob der Druck immer noch da ist. Und gucken zwischendurch mal, ob vielleicht irgendwo Wasser rauskommt. Weil ein Bar ist ganz normaler Betriebsdruck, der nachher auch im Kühlsystem drin ist. Wenn der Wagen läuft, ne? Ja, genau. Wenn er warm ist und sowas, dann baut sich halt Druck auf. Ja, was sagst du hier unten? Was ist denn da so los? Ja, 1, 2 Laufstellen und Öl haben wir. Und hier in die Seite da so reinguckt, da sieht man einmal, dass das so ein bisschen ölig ist. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich denke schon. Ja, ja. Das kommt auch alles von weiter oben. Mhm. Wo genau das jetzt herkommt, ist halt auf den ersten schnellen Blick immer schwer zu sagen. Andere Seite auch. Ja, andere Seite auch. Da an der Seite, da oben, wo sozusagen der Finger jetzt hinzeigt, ja, da haben wir auch so ein bisschen Öllaufspuren. Ja. Müssen wir mal weiter zerlegen, beziehungsweise auch einfach mal sauber machen. Vielleicht sind das ja gesammelte Werke von früher. Der soll ja auch ein bisschen gestanden haben. Muss man ja, mal schauen, wo es nachher wirklich herkommt. Ja. Wo es nachher wirklich herkommt, muss man dann mal gucken. Ja. Öl war kurz über Minimum noch, sprich wäre noch in Ordnung gewesen. Ja. Aber jetzt trotzdem noch mal einen halben Liter nachgekippt. Kühlwasser hatten wir im Hochdruckkreislauf zu wenig. Das habe ich auch schon wieder aufgefüllt. Okay. Jetzt sieht das hier so komisch aus. Jetzt lassen wir hier noch eben kurz einen CO-Test laufen. Ja, das ist immer wichtig, das ist wichtig. Genau, ob er Abgase ins Kühlwasser drückt. So, und wenn das jetzt auch negativ ist, dann sind vielleicht das Rumgequalm und so ein bisschen auf die Standzeit zurückzuschieben. Ja. Würde ich ehrlich gesagt dann erstmal fahren und beobachten. Verbraucht er Kühlwasser, verbraucht er Öl, ja. Macht er irgendwelche Spirenzen, aber das nicht macht, so weit so gut. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, das Auto stand schätzungsweise so ein halbes Jahr jetzt bei Mercedes, dann beim Händler noch wieder und vorher schon so ein bisschen. Ich wollte dann sagen, man weiß noch nicht, ob er gefahren wurde und wenn er gefahren wurde, wurde er dann auf Langstrecke oder auf Kurzstrecke bewegt. Ja. Weil immer nur auf Kurzstrecke, da ist zwar halt auch Kondenswasser, was sich überall sammelt oder was ich sehe nicht alles. Das darf nicht passieren jetzt hier. Im Endeffekt haben wir jetzt Luft. Oder im schlimmsten Fall Abgase, die hier durchgehen. Ja. Deswegen sieht man hier auch die ganze Zeit, wie er es rausdrückt. Das sind jetzt keine Abgase, die durchgehen, sondern es ist einfach nur Luft, weil das Kühlwasser dehnt sich ja aus, wenn es warm wird. Ja. Und wenn sich das jetzt anfängt, grün bzw. gelblich zu verfärben, dann ist da CO im Abgas drin, okay. Und C, im Abgas, im Kühlwasser drin und CO ist normalerweise im Abgas enthalten. Das drückt er dann ins Kühlwasser und dann wird sich das direkt verfärben. Also wenn es jetzt gleich gelb oder grün wird, dann haben wir ein doofes Problem. Dann sehr unnötiges, doofes Problem. Ja. Okay. Also, der CO-Test war schon mal negativ, das ist ja schon mal beruhigend. Ja. Ne? Wenn der negativ ist, ist es meistens positiv. Also. Ja. Ja, und sonst würde ich sagen, beenden wir dieses Video einfach mal mit einem Beobachten, fahren und gucken, ob er irgendwo was verliert. Richtig. Und dann mal alles im Auge behalten. Wenn er jetzt wirklich länger stand, mein Gott, dann alles mal ein bisschen im Auge behalten, ruhig wieder den ins Leben erwecken und dann ja, genau. Wird das schon werden, denke ich. Ich danke dir auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe. Alles klar, Leute. Dann beenden wir dieses Video. Haut rein. Daumen nach oben, ein Abo da lassen, ne? Und guck gerne mal bei Autosiasten vorbei. Link ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Tschüss. Ich zerre unseren Umsatz in mein CR500. Die Straßen hoch und runter, wenn ich keinen Grund hab. Dein Mädchen denkt, ich